Frau Bothe, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit uns über die Sanierung des ASG bzw. des ganzen Schulkomplexes der Oberschule zu reden. Sie sind die Dezernentin für Bildung hier in Wolfsburg. Zu Beginn würde ich gerne wissen, das Schulzentrum wurde vor 14 Jahren in die Prioritätenliste für Sanierung übernommen. Wir selber, CV 38, sitzen mit im Gebäudekomplex und deswegen sind wir auch ein Stück weit daran interessiert. Ist die Zeitspanne zwischen der Übernahme und der Baubewilligung normal oder wo liegen die Hintergründe? Naja, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Wir reden ja im Moment jetzt gerade aktuell von einer, ich sag mal, Grundsatzsanierung beziehungsweise von einem Neubau, Teilneubau, muss man sagen, aufgrund erheblicher Brandschutzproblematiken. Trotzdem ist es so, dass in dem Schulzentrum seit 2006 ganz viel passiert ist. Das wird immer ein bisschen übersehen in der Diskussion. Das ist natürlich auch schon eine Weile her, aber wir haben zum Beispiel die Bibliothek renoviert. Wir haben den Mehrzwecksaal saniert, von dem ja auch TV 38 auch hier und da mal profitieren kann. Wir haben von 2009 bis 2010 die Naturwissenschaftsbereiche zum Beispiel und die Mensa und den Eingangsbereich für über 1 Million saniert, auch ausgestattet und baulich ertüchtigt. Dann haben wir Brandschutz gemacht im Musiktrakt, haben auch die Flure im Musiktrakt renoviert. Es ist noch mal renoviert worden, als zum Beispiel die Porsche Realschule umgezogen ist in das Schulzentrum und wir haben den Außenbereich, also den Eingangsbereich und den Lehrerparkplatz ja 2015 erbaut und ertüchtigt und ganz viele Ausgaben auch noch getätigt, neues Mobiliar in den Klassen- und Verwaltungsräumen. Wir haben im NW-Bereich die also WC-Anlagen komplett saniert und eben auch die Decken in der Sporthalle saniert. Also es ist ganz viel passiert. Trotzdem ist es so, dass natürlich sich im Laufe der Zeit auch bestimmte Vorgaben ändern, auch Brandschutzvorgaben. Und für das Schulzentrum Westhagen bedeutet das, dass in bestimmten Teilen halt der zweite Flucht- und Rettungsweg fehlt, dass bestimmte, ich sag mal, Brandabschottungen nicht da sind und dass die aufgrund des Gebäudes auch sehr, sehr schwer herzustellen sind. Und wir standen vor der Frage jetzt, wollen wir sanieren, also umfänglich? Das bedeutet aber nach den Erfahrungen, die wir ja inzwischen in Fallersleben gemacht haben oder auch an anderen Standorten, dass wir für die gesamte Schule einen Ersatzstandort finden müssten. Das heißt, wir müssten beispielsweise eine Containeranlage aufstellen, weil man nur vollumfänglich sanieren kann, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht drin sind in der Schule. Das haben wir inzwischen bewertet, die Vor- und Nachteile. Und deswegen schlagen wir ja der Politik jetzt einen Teilneubau vor. Das hat den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule bleiben können und daneben im Prinzip der Neubau entsteht und dann der Umzug erfolgt. Und das ist nochmal neben den Ausgaben, also wir haben ja fast an die 12 Millionen inzwischen in das Schulzentrum schon investiert, aber das ist bei den Ausgaben, die dann wir vor der Brust haben, natürlich nochmal ein zweistelliger Millionenbereich, den wir dort investieren müssen. Und wir haben ja seit 2015 eine durchaus sehr, sehr angespannte Finanzlage bei der Stadt Wolfsburg und viele Projekte ja im Rahmen von Schulmodernisierung und Kita-Ausbau, viele Städtebauprojekte auf den Weg gebracht. Und so eine Summe muss auch erstmal eingetütet werden in den städtischen Haushalt und ist übrigens auch genehmigungsfähig vom Innenministerium. Also das heißt, wir müssen das dort entsprechend auch beantragen. Und es steht ja im Moment immer noch im Raum, machen wir das selber oder realisieren wir das zum Beispiel über ein ÖPP-Modell. Und manche Fragen, die dauern natürlich auch dann die Zeit. Das Gebäude muss begutachtet werden, es müssen Raumprogramme erstellt werden, Finanzierungsmodelle müssen aufgestellt werden. Das ist für die Schüler manchmal wirklich und auch für Lehrer und wahrscheinlich auch für die Bevölkerung total schwer zu verstehen. Aber das ist genauso wie wenn man privat jetzt beispielsweise einen Autokauf plant und sich ja auch überlegen muss, wann kann ich mir das leisten, muss ich was ansparen, kann ich einen Kredit aufnehmen und wie viel verdiene ich gerade und was kann ich mir leisten? Und manches dauert dann eben einen Moment. Aber klingt ja insgesamt so, als wäre schon ein Plan vorhanden. Sie haben ja eben gerade erzählt, was schon alles gemacht wurde in den letzten Jahren und was genau gemacht werden muss. Wie sehen denn jetzt exakt die Sanierungspläne jetzt aus? Also die Pläne umfassen den Neubau des Bildungs- und Freizeitzentrums in Westhagen und also das heißt der Schulform Hauptschule bzw. Oberschule und Gymnasium.
Das heißt, wir werden voraussichtlich die Mensa und die Naturwissenschaftsräume stehen lassen. Das habe ich ja vorhin gerade gesagt, dass wir die saniert haben. Das heißt, es wird einen Teilabriss des Obergeschosses geben. Und daneben entsteht eben ein entsprechender Neubau mit Klassenräumen, Fachunterrichtsräumen, Differenzierungsräumen und der Bibliothek und natürlich Aufenthaltsräume auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wir sind im Moment dabei, dass wir die TU Braunschweig beauftragt haben, ein Gutachten zu erstellen für die Frage, was ist das günstigste Finanzierungsmodell? Also wie ich eben schon sagte, finanzieren wir das selber, also nimmt man einen Kommunalkredit auf oder finanziert man das über ein ÖPP-Modell? Und diese Bewertung auf diese konkrete Fragestellung wollen wir vor Ostern der Politik vorlegen. Und dann muss der Rat der Stadt entscheiden, welche Finanzierungsvariante wir wählen. Und dann würden wir eine Planungsvorlage machen. Und mit der Planungsvorlage würden dann tatsächlich Architekten gesucht, die dann ein konkretes Modell für diese Schule entwickeln. Was ist das Ziel der Sanierung, abgesehen von den Brandschutzfragen, die bewerkstelligt werden müssen? Die Schule hat in dem Stadtteil eine wirklich ausgesprochen große Bedeutung. Sie ist sozusagen mitten im Zentrum und bedeutet natürlich mit der Bibliothek auch gleichzeitig Öffnung in den Stadtteil. Bedeutet Begegnungsraum, Bildungsraum, Aufenthaltsraum. Und Schülerinnen und Schüler halten sich da ja auch sehr, sehr lange aufgrund der Ganztagsschule. Das heißt, es ist auch gleichzeitig ein Lebens- und Lernort. Und wir wollen halt, dass die Schulen die Möglichkeit haben, sich gut zu profilieren. Das sind beides ganz tolle Schulen mit wirklich unterschiedlichen Profilen, die natürlich mit einem neuen Gebäude noch viel mehr die Möglichkeit haben, dann ihre entsprechenden Bildungsangebote dort weiterzuentwickeln und den Schülerinnen und Schülern halt eben auch einen wirklich guten Lern- und Lebensort zu bieten. Mal zusammenzufassen, Sie möchten das durch die Sanierung quasi insgesamt attraktiver machen für die Schüler, aber auch für den ganzen Stadtteil. Genau, es ist einmal für die Schülerinnen und Schüler, aber es bedeutet gleichzeitig auch eine Aufwertung für den Stadtteil, weil es eben mehr ist als nur Schule, sondern gleichzeitig wollen wir ja eine Öffnung. Das Lernzentrum in der Bibliothek soll sich ja auch öffnen für Bürgerinnen und Bürger, dass die dort entsprechend tatsächlich auch selber lernen können, sich entsprechend Bücher ausleihen können, dass dort Veranstaltungen stattfinden und dass die Schule sich insgesamt in den Stadtteil öffnet. Und gleichzeitig bietet es natürlich auch die Möglichkeit, die Schule gut in Richtung von Digitalisierung aufzustellen. Das heißt, mit dem neuen Gebäude hätten wir dann eine entsprechende Vollverkabelung, Anschluss ans Glasfasernetz, schnelles Internet und eine entsprechende digitale Ausstattung. Sie haben ja eben gerade die Digitalisierung angesprochen und auch die Bibliothek. Gibt es abgesehen davon noch weitere Inhalte, die die Sanierung für die Schüler attraktiver machen soll? Also natürlich bedeutet das auch, dass die Schülerinnen und Schüler attraktive Aufenthaltsräume haben. Also wir haben zum Beispiel beim Schulzentrum Westhagen und ähnlich würden wir das jetzt auch beim Schulzentrum Fallersleben und ähnlich würden wir das auch in Westhagen machen, ja die Schülerinnen und Schüler auch befragt, was ist ihnen tatsächlich wichtig, also was brauchen sie an Pausenräumen, was brauchen sie zum Beispiel tatsächlich auch an Lernräumen, dass sie in Freistunden dann auch attraktive Möglichkeiten haben, dort mit dem Laptop oder mit dem iPad oder mit ihren Freunden auch zu lernen, gemeinsam an Referaten zu arbeiten, aber natürlich auch Freizeitgestaltung zu haben, weil eben die Schule ja von, ich sag mal, 8 bis 16, teilweise bis 17 Uhr geht und es ja nicht nur im Unterricht geht, sondern es geht ja auch um viel mehr. Es gibt ja auch interessante Arbeitsgemeinschaften, die man zum Beispiel besuchen kann, Projekte, die die Schülerinnen und Schüler gestalten und dafür brauche ich natürlich auch entsprechende Möglichkeiten. Und wie würden diese Projekte von der Sanierung profitieren? Einfach durch die Räume oder gibt es da noch mehr Aspekte, die man berücksichtigen sollte? Naja, ich glaube, dass man sagt ja nicht umsonst, der Raum ist der dritte Pädagoge, also ein Raum, wo man sich wohlfühlt, der spielt natürlich eine wirklich ausgesprochen große Rolle. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, in so einem neuen Schulzentrum alleine mit Licht zu arbeiten, mit Farbe zu arbeiten, mit Mobiliar zu arbeiten. Und ich glaube, es wirkt sich natürlich auch auf die Schülerschaft auf. Das ist ja so, wenn ich einen angenehmen Raum habe, dann fühle ich mich wohler und dann hat das Auswirkungen natürlich auch auf die entsprechende Schulgemeinschaft. Und ich glaube, das trägt auch zur Identifikation des Stadtteils mit der Schule bei. Es ist ja ganz oft so, dass das ASG und auch die Oberschule sehr zu Unrecht unter einem nicht so guten Ruf leiden in der Stadt. Und das hat
von außen häufig was mit dem Gebäude und dem entsprechenden Eindruck zu tun. Und ich glaube, die Schule hat dann einfach auch die Chance, gemeinsam mit den Schülern die einfach auch zum wahnsinnig attraktiven Ort im Stadtteil zu machen und in der Stadt. Was sind die Vorteile einer Vierzügigkeit? Wir haben ja bereits darüber geredet, dass der obere Teil teilweise abgerissen werden soll. Also wo sehen Sie die Vorteile einer Vierzügigkeit gegenüber einer Dreizügigkeit beim Bauprojekt? Also diese Diskussion um Drei- und Vierzügigkeit, die ist schon mal sehr, sehr lange und sehr intensiv bei der Einführung der Oberstufe bei der Eichendorff-Schule geführt worden, zusammen mit dem Kultusministerium und der Landesschulbehörde. Grundsätzlich sind alle staatlichen Gymnasien vierzügig. Und bei unseren steigenden Schülerzahlen gehen wir davon aus, dass wir mindestens 3 bis 4 weitere Gymnasialzüge in dieser Stadt benötigen. Und im Moment ist das ASG nicht vollständig ausgelastet. Insofern kommt es halt auch viel darauf an, dass im Prinzip das Schulzentrum halt mit einer guten Anbindung an die Buslinie, mit, wie gesagt, attraktiven Räumen, gutem Raumklima, guter Digitalisierung halt eine attraktive Wahlmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler im Stadtgebiet darstellt. Die Schule bietet ja inzwischen auch ein anderes Bildungsangebot an, wie zum Beispiel das internationale Abitur. Das ist dann natürlich auch sehr, sehr attraktiv für Mitarbeitende von den Zulieferbetrieben, auch von Volkswagen, die aus anderen Ländern herkommen und hier arbeiten und das internationale Abitur kennen, dann nahtlos anknüpfen können. Aber auch für Schülerinnen und Schüler natürlich in Wolfsburg, wenn sie später halt auch beabsichtigen, im Ausland zu studieren. Und um diese Angebote tatsächlich gut anbieten zu können und auch ein breites, ich sag mal, Wahlangebot in der Oberstufe an Leistungskursen, brauche ich eine Vierzügigkeit. Eine Dreizügigkeit führt zu einem absoluten schmalen Sekundarbereich 2 mit wenig Schülerinnen und deswegen kann ich dann auch nicht so viele Fächerauswahl und Profile anbieten. Das führt natürlich automatisch dazu, dass das für Schülerinnen und Schüler halt auch nicht so attraktiv ist. Das heißt, wenn die Lehrer oder die Schule für bestimmte Fächer Grund- und Leistungskurse anbieten will, dann braucht sie eine entsprechende Lehrerversorgung und die kriegt sie eben halt auch nur, wenn sie ausreichend Schülerinnen und Schüler hat. Und ganz oft ist davon zum Beispiel der Bereich Sprache betroffen. Deswegen ist es zum Beispiel jetzt so, dass die Kurse in Latein und Spanisch an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule angeboten werden und die Schülerinnen und Schüler dort rüber wechseln, weil eben ein kleineres Gymnasium dazu nicht in der Lage ist. Also aus pädagogischer Sicht ist eine Vierzügigkeit auf jeden Fall eine gute Mindestgröße, um eine Vielfalt im Bildungsangebot abzubilden, ausreichend Personal zu haben und dann entsprechend halt auch auf Vertretungssituationen zu reagieren. Und deswegen plädieren wir eben halt auch für starke vierzügige Gymnasien in Wolfsburg. Abgesehen davon entscheidet ja der Rat der Stadt über eine Satzung, wie viele Züge eine Schule hat. Und das ASG ist laut Satzung vierzügig. Insofern reden wir auch gar nicht von einem Aufbau, sondern nur von einer Realisierung eines, sage ich jetzt mal, schon bestehenden Tatbestandes. Also würde man bei einer Dreizügigkeit sogar noch einen Zug wegbauen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da es ja aktuell sowieso vierzügig ist? Also im Moment ist es, also es ist nach Satzung vierzügig, aber natürlich haben die, hat das ASG nicht immer so viele Schüler, dass sie am Ende oben tatsächlich vierzügig ist. Aber unsere Hoffnung ist, aufgrund der steigenden Schülerzahlen und eines attraktiven Standortes, dass das künftig kein Problem mehr sein wird. Und wir müssen sowieso bauen für einen zusätzlichen Zug in der Stadt, weil wir so viele Schülerinnen und Schüler haben werden, die dann auch das Gymnasium besuchen wollen. Und dann würden wir womöglich an einem anderen Standort noch einen 5. Zug anbauen. Dann ist es doch viel sinnvoller, ein vierzügiges Gymnasium zu haben, so wie in Vossfelde, Fallersleben, Ratsgymnasium auch und das so attraktiv zu gestalten, dass Schüler halt aus dem Stadtgebiet auch da gerne hingehen. Und man muss zum Beispiel auch sagen, in der Anwahl ist das ASG häufig nicht sehr stark, aber es gibt unheimlich viele Schülerinnen und Schüler, die im Laufe ihrer Schulkarriere von anderen Schulen auf das ASG wechseln. Das heißt, es gibt sozusagen einen trichterförmigen Anwuchs, dann auch da sehr, sehr gerne zur Schule gehen und sehr gerne Abitur machen. Und die Schule ist wirklich auch absolut prädestiniert und talentiert, Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte auch die Chance fürs Abitur zu ermöglichen. Also ganz viele
Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund haben, haben es ganz oft sehr, sehr viel leichter an der Schule. Und zwar nicht, weil es stoffmäßig leichter ist, sondern weil es ganz viele Lehrer gibt, die auch im Ausland unterrichtet haben, ganz viel Erfahrung haben mit unterschiedlichen Nationen und Kulturen und wirklich ein Wahnsinnstalent haben, diese Schüler auch zu fördern. Sie haben jetzt ganz viel über die Vorteile der Vierzügigkeit geredet. Könnten Sie der Dreizügigkeit auch irgendwelche Vorteile einräumen oder sagen Sie, da gibt es schlichtweg keine? Also ich finde, es gibt keine Vorteile aus meiner Sicht. Also ich finde, eine Vierzügigkeit ist berechtigt. Also wenn ich als Schüler im Grunde genommen ein Gymnasium besuche und ich bin begrenzt auf eine Dreizügigkeit und kann deswegen in bestimmten Fächern, die ich gerne machen möchte, die mir liegen, das Abitur nicht machen, dann ist das, glaube ich, eher nachteilig für Schülerinnen und Schüler. Und für Lehrer, wie gesagt, ist es nachteilig, wenn nicht ausreichend Lehrer da sind, dann haben sie Schwierigkeiten, die Kurse abzubilden und sich zu vertreten. Also ich kann in einer Dreizügigkeit keinen Vorteil entdecken und bin mir da auch mit dem Ministerium absolut einig, dass es immer das Ziel sein muss, starke, vierzügige Gymnasien zu haben. Und dafür wollen wir eben halt auch eine Menge tun. Die Schule tut ganz viel dafür, und zwar beide Schulformen, dass sie ihre Konzepte weiterentwickeln, dass sie attraktiv sein wollen. Also wie gesagt, das internationale Abitur anbieten. Die Oberschule tut eine ganze Menge dafür, ihr Portfolio zu erweitern. Und ich denke, wir sind jetzt am Zug, auch das entsprechende Gebäude dafür halt auch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, an der Stelle kann man sogar mal anmerken, wenn ich mich nicht täusche, ist das ASG sogar das einzige Gymnasium in Wolfsburg, was das internationale Abitur anbietet. Genau, das wird das einzige Gymnasium sein, was das internationale Abitur in Wolfsburg anbietet. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und die entsprechenden Genehmigungen liegen jetzt halt soweit vor, sodass, wenn ich mich nicht alles täusche, in diesem oder im nächsten Jahr sie das erste Mal sozusagen starten können, um das Ganze entsprechend aufzubauen. Und die haben ein ganz hochmotiviertes Team, das zu tun. Und ich glaube einfach, dass es für viele Schülerinnen und Schüler super attraktiv ist, hier auch, ja, sage ich mal, ein wirklich gutes bilinguales Abitur zu machen. Vielen Dank, Iris Bothe, dass Sie sich heute die Zeit dafür genommen haben, mit uns so ausführlich über die Renovierung des ASG zu reden. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interview.